So, mal gucken. Ein Besen passt zur Hexe. Das Ding, den lassen wir drinnen liegen. Rollen mal. Devin Gubert. 6. Könnt den raus, haben kein Damage. Ne? Hallo Gubert. Bleiben Sie hier. Nehmen wir den Dolch mit. Theoretisch. Nehmen wir mal mit den Dolch. Mal gucken. 2 AP, sehr schön. Aber wenn der zuschlägt, der Besen, kriege ich kein Poison, richtig? Also nur wenn Items aktiviert werden, kriege ich Poison. Aber nicht, wenn Waffen schlagen. In der Tasche drin, meine ich jetzt. Oh. Ja. Nehmen wir mit. Rainbow Badge, zweite Runde. Definitiv. Okay, das ist jetzt sehr, sehr geil. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wir haben wenig Taschenplatz, ne? Also. Kriegen wir das irgendwie beides aktiviert? Den können wir rauswerfen und dafür einen Dolch holen. Mit diesem Badge bekommen wir alle Items von jeder anderen Klasse. Bedeutet, wenn wir jetzt auf Gifte bauen wollen würden, mit dem hier zum Beispiel, right? Oder auf dem Hammer, können wir nebenbei noch das hier bekommen. Ein Giftdolch oder wir können Heat bekommen mit den Chili Peppers und gibt viele wilde Sachen. Am besten finde ich tatsächlich immer die Früchte von den anderen Klassen. Ja, die sind immer sehr stark. Aber mal gucken. Oh, wir können theoretisch auch Phoenix und so kriegen. Ne? Gucken mal, was kommt. Auf jeden Fall ein geiles Item. Sehr, sehr cool. Oh, der hat es auch bekommen. Und auch schon Bogen. Er hat es genau auch bekommen. Das sind die Buffs. Ja, aber habe ich jetzt nicht. Ah, eine Chance. Eine Chance für Poison. Okay. War mir gerade nicht sicher. Ich hoffe, meine Gift triggern den runter. Ich hoffe, es reicht irgendwie. Ja, sehr schön. So, auf jeden Fall die Tasche. Wir haben so Probleme gerade. Lack brauchen wir nicht gerade, ne? Mana Orb so früh. Banane. Hier ist halt dieser Hammer. Macht der irgendeinen Sinn bei uns? Mit dem Forging Hammer kann ich halt die anderen Dinger bauen, oder? Den Kram hier. Der macht leider bei mir keinen Sinn. Feuer wird auch wenig. Obwohl, Feuer können vielleicht funktionieren. Müssen wir halt hart überlegen, was wir machen. Ne? Wir nehmen erstmal die Tasche mit, Leute. Und dann gucken wir. Ich glaube, ich würde die hier hinlegen und dann das so triggern. Nein, ich habe mich verklickt. Stopp. Stopp, 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 stopp. So, 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 so. Ich glaube, wir machen es erstmal so. Ich würde immer noch gerne auf die Gifte gehen. Wir könnten theoretisch. Den Bogen habe ich geskippt gerade, ne? Das war ein Fehler. Also die Buffs, sehr schön. Boah, ich hätte gerne so richtig viele Pilze. Wir bräuchten aber 8 Stück, da das, glaube ich, hart zu kriegen. Also gerade hoffe ich nur, dass ich irgendwie mit den Dolchen da durchkomme. Sehr schön. Da wäre der Bogen. No joke.
Der Bogen macht Damage, wenn ich viele Gifte habe, richtig? Nimm ich mit. Können wir noch nicht bezahlen, aber später wahrscheinlich. Das Problem ist so ein bisschen jetzt gerade, dass wir Schwierigkeiten haben, an die Pilze zu kommen, weil der Shop so voll ist. Aber wir können jetzt auf jeden Fall schon mal das Ding hier besser triggern. Also ein zweiter Pilz wäre auf jeden Fall ein Must-Have. Definitiv. Und dann ist die Frage, was nehmen wir hier mit dem Reaper nachher mit? Was nehmen wir nachher hier mit? Ist die Frage. Gab es nicht irgendwie das meine Gifte heilen können? Irgend so was gab es, ne? Und welches Ding war das? Gain Life? War das die Schlange? Nee. War das der Topf? Nee. Irgendwas war's. Ich weiß nur nicht mehr was. Naja. Let's go. Oder habe ich das geträumt? Gab es nicht ein Item, das meine Gifte heilt? Habe ich das geträumt, Leute? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht habe ich es geträumt. Oder es wurde rausgenommen oder so. Oh, es sieht nicht gut aus. Oh. Oh, knappes Ding. Holy moly. Da ist der zweite Pilz. Ideal. So, zweiter Pilz. Pilzgubert. Wir müssen erstmal die Tasche mitnehmen, leider. Wollen wir den auch noch mitnehmen? Warte mal, wir können das eher bauen, ne? Two random Debuffs, wenn der hittet. Können wir den nicht mit dem verbinden, vielleicht? Oder wir bauen halt den hier. Was braucht der an Stamina? Null. Und der braucht... Wir nehmen auf jeden Fall den kleinen mit. Den großen würde ich sogar ditchen. Ehrlich gesagt, wir ditchen den großen. Wir nehmen den kleinen. Ich habe eine Idee. Mal wieder. Der große wird geditcht, der kleine wird genommen. Der kostet nämlich so gut wie kein Stamina. Ne? Erstmal. Weil mit dem kleinen können wir theoretisch später sehr viele Debuffs einmal raufklatschen auf den Gegner. Und der Dolch bekommt ja Modifier mit mehr Debuffs, theoretisch. Guck mal, 10 haben wir schon mal drauf. Sehr gut. Gerne einfach, dass man das Food verschmelzen kann zur Suppe oder so. Ja, das wäre cool. Bam. So, wir haben hier ein Garlic. Da ist ein Hot Chili Pepper. Der bringt nur nix, ne? So, giftiger Hubert. Sehr gut. Noch ein Dolch. Ideal. Und noch ein Trigger. Jo. Hier wäre eine Karotte. Die brauchen wir aber nicht. Also was jetzt gut wäre, wären halt diese Poison-Dinger, ne? Das wir die langsam kriegen. Alles mal so. Mal so rein. Den machen wir dahin. Ich finde den hier in der Mitte ganz gut, oder? Oder so besser. Ich lasse ihn mal da drin. Ja, ist ein bisschen wild gerade, aber... So ist gut.
Ja, das Ding ist, Feuer braucht halt sehr viel Platz. Mit dem Heat. Ja, aber wenn er erst seit dem Main-Rucksack drinne. Stimmt, ich könnte am besten so legen. Also er will auf jeden Fall drinne sein. Weil er sollte relativ oft triggern, ne? Er wäre so besser wahrscheinlich. Ja. I guess. Ja, stimmt. Heat wäre gar nicht mal so schlecht. Ich hätte die Pepperoni mitnehmen sollen, ja. Mehr Heat, schnellerer. Oh, der hat den Drachen. Boah, der ist auch so nice. Der macht auch so viel Damage. Und der ist mal anwidden. Wenn du den Drachen hast, dann ist vorbei. Keine Ahnung. Machst du nix. Wir nehmen die Pil mit die Pepper. Gute Idee. Noch ein Pilz. So. Pepper erstmal mit rein. Wir können den hier hinlegen, ne? Warte mal. Wir haben jetzt genug Taschen. Na, Taschen ist erstmal zu Ende. Also Gubert könnten wir theoretisch also Donklong hier hinlegen. Mit einem Punkt ist er drin. Dann kommt hier jetzt der Kram hin. Alle 5 Sekunden. Alle 3,5. Der kommt dahin. Machen wir erstmal so. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht genug Items, damit die Tasche voll ist, oder? Glaube, so ist am meisten drin. Glaube, so geht's. Mir fehlt leider immer noch hier Gifttränke. Eine Menge Gifttränke. Aber so ist ganz gut. Der Regenbogen, der macht nach 6 Sekunden, ja. Triggert der rein. Ich wüsste ja nicht, wie ich sonst noch was reinschieben könnte. Ich denke, so ist okay. Das wird schon. Gibt der mir eigentlich Healing? Nee, ne? Inflictet aber Sachen runter. Aua. So, jetzt hat die Überlegung. Ich denke, wir werden den nehmen, ne? Das war nix, ne? Pet. Also der macht auf jeden Fall auch Gifte drauf. Der macht Damage mit dem. Mit mehr random Debuffs. Ich nehme das Hexblade. Wieder den Hammer. Und nochmal so ein Ding. Erstmal den rein. Der sieht so cool aus, ne? Erstmal den hier rein. Und eine Waffe fehlt noch. Bam. Viel Spaß. Wir brauchen Taschen, langsam. Hier nehmen wir auch mit.
Und der Dolch hier hin. So. Irgendwie ein wilder Baum hier zu bauen. Machen wir es erstmal so, würde ich sagen. 5 Sekunden, 4 Sekunden. Tauschen wir. Ich hoffe mal, das geht irgendwie. Der Hammer ist ein bisschen random jetzt, ne? Na, der kostet kein Stamina, macht ein bisschen Damage. Es fehlen jetzt auf jeden Fall diese Gifttränke. Eine Menge davon. Eine Menge Gifttränke fehlen. Das Gute ist, der Poison-Gubert, der nimmt mir meinen Debuffs runter. Die helfen ganz gut. Und jede Waffe hat mehr Crit für jeden Debuff auf dem Gegner drauf. Was nicht ganz geil ist. Ne? Sehr schön. Eine Karotte. Karotte wäre insane. Ohne Spaß. Stell mal vor, du kriegst dieses Ding hier. Und dann baust du unendlich Karotten mit dem Heat und baust dann den Forging Hammer mit. Das wäre ganz cool. Nicht für uns, aber insgesamt. Okay, Leute, wir brauchen jetzt so dringend Gifttränke. Super dringend. Ein Ei. Wir können Ei einfach mitnehmen, das ist ein Angebot. Und dann haben wir einen Drachen. Ich weiß ja nicht, ob der irgendeinen Sinn machen würde bei mir. Der wird aber dann bei mir rumchillen. Mist. Wir kriegen nicht die Poison-Tränke, Leute. Wir kriegen sie leider einfach nicht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich meine, der Super Chonker wäre super. Warte mal, der Super Chonker, den brauchen wir. Der hat eine Chance, damit die Gegner zu stunnen. Und wenn er stunnen würde, bedeutet das, die Dagger hier machen Doppelcrit. Und dafür brauchen wir das Kartenpack. Mit oben drauf. Okay, schwierig. Wir brauchen das Kartenpack. Ganz dringend, weil da müssen wir Glurak rausziehen. Wenn wir Glurak haben, können wir den verbinden mit dem Chonker. Und der Chonker gibt einen Crit und damit hauen die Dagger, die wir haben, ganz gut rein. Das ist so die Idee. Macht Sinn, oder? Cool. Ich meine, der ist auch immer sehr gut, ne? Und den wollte ich eigentlich auch mitnehmen, weil der kann Gifte drauf machen. Wir machen es mal so. Oh. Die Sichel. Nee. Wäre gut, aber nee. Mir fehlt immer noch die Gifttränke, leider. Es fehlt leider die Gifttränke. Wir kriegen sie nicht. RIP. Wenn wir die hätten, ne? Das wäre so schön. Wenn wir die Gifttränke irgendwie kriegen würden. Wir brauchen nur 4 Stück, Leute. Mehr nicht. 4 Tränke wäre gut. Ich hätte irgendwie einen Lebensreck. Nee, ne? Nicht wirklich. Mist. Da ist er. Der Lümmel. So ein Ding. Okay, wie kriegen wir Gifttränke jetzt? Da ist einer. Weg. Und damit bauen wir erstmal, würde ich sagen, machen wir es mal so. Belladonna's Shade. Sehr gut. Nehmen wir den Speedo noch mit. Irgendwie so mal runterdrehen.
Okay, einen haben wir schon mal. Wenn wir irgendwie das Kartendeck, wir brauchen nämlich die Glurak-Karte. Wenn wir das irgendwie bekommen sollten, hätten wir den Chonka. Und der wäre ideal dafür. Der Chonka wäre ideal. Dann hätten wir einen Stun, der nichts kostet. Wäre schon nice. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Puh, knappes Ding. Aber jetzt das Kartendeck doch zu finden wäre... Boah, die wären auch big, ne? Die Tränke. 0,35 Damage für jeden dort auf dem Gegner. Jetzt haben wir hier nämlich den Bogen. Und wenn der Bogen hittet, haben wir eine Chance auf zwei Gifte und einen Debuff auf dem Gegner. Phönix brauchen wir nicht. Pilz brauchen wir aber. Auf jeden Fall. Und ein Käse wäre da. Käse. Pilz auf jeden Fall. Banane raus. Und jetzt müssen wir wieder nach Giftdingern suchen. Ich glaube, ich nehme die Krone mit. Weil wir genug Mana haben, theoretisch. Haben wir genug Mana? Ne, haben wir nicht. Wir hatten genug Mana, jetzt nicht mehr. Ja, noch viermal Gift finden. Dann ist GG. Ich sage, viermal Gift, dann haben wir es. Mehr brauchen wir gar nicht. Ah, der Bogen ist nice, schau mal. Der macht zwei Gifte drauf, Blind drauf, alles mögliche. Guck mal, der Gegner, wie der voll gegiftet wird. Junge, Junge. Not bad. Noch ein Cheese. Ich bin halt schon so ein Käsefreund, ne? Ein Reinschießen wäre nie bad. Batch noch wieder hin. Da wäre noch so ein Bogen. Ja, es ist echt ein Problem, Leute. Wir finden diese Gifttränke nicht mehr. Drei Stück noch. Und wenn wir drei Stück hätten, wäre es so insane. Wir legen das mal so, glaube ich. Imagine. Wir hatten vier Waffen, die Gifte raufballern. Aber komplett. Oh, guck mal, der hat was ähnliches mit Ranger. Genau, so hatte ich es nämlich auch erst überlegt. Mit dem Bogen hier. Dann habe ich mich für die Debuffs entschieden. Die auch ganz gut funktionieren. Sehr schön. Survival-Modus. Wieder keine Gifte. Gifte. Oh, das Pack. Vielleicht haben wir Glurak. Ich glaube, das Problem ist halt, unser Shop ist einfach so voll mit verschiedenen Items. Wenn ich das hier rausnehme. Pilz haben wir dafür Platz, ja. Ne? Ich muss halt nochmal rollen. Mist. Miste, miste, miste. Einmal rolle ich noch. Und die Sichel lasse ich auch drin. Ne? Also wir haben jetzt die Chance auf Glurak. Wir müssen die Gifte finden und wir haben noch 5 Runden. Ich hoffe, das wird irgendwie. Wenn nicht, also es ist irgendwie stark, das Bild, aber irgendwie ist es traurig, dass wir das gerade nicht fertig bekommen. Ein bisschen sad. Keine Gifte, aber ein Käse. Eventuell hätte ich die Gifte schon, weil ich mein Geld nicht für Käse auswerfen würde. Ich glaube, Leute, wir müssen uns vom Gift verabschieden. Wir werden gleich irgendwie andere Dinge bauen. Na, es tut weh, aber was willst du machen? Generiert er nicht durchgehend Dings? Ja, klar, Leben. Was willst du tun? Ah, der wird gut zugegiftet. Holy moly.
42 sind oben drauf. Drei Runden noch. Pilz. Wir brauchen noch Gifte, Leute. Ich meine, den können wir immer noch reinwerfen. Ne? Das wäre eine Notlösung. Das wäre eine Notlösung auf jeden Fall. Wir würden vielleicht einen rauswerfen. Ein Dolch. Und da wird die Sichel ballern. Na gut, dann haben wir anders. Ein Chonka ist leider auch nicht gekommen, ne, der Lümmel. So. Dermitin. Der Drache, der macht nichts. Der ist aber, der kostet nichts oder so. Also der kann ruhig drinnen bleiben. Ob der jetzt hier ist oder nicht, stört mich. Und jetzt muss hier in die Mitte nämlich... der Giftkram. Mit der Sense. Also, der Lümmel kommt hier hin. Wir legen den so hin, oder? So ist gut. Der kommt hier rein. Dann haben wir den Giftbogen hier. Mit in der Tasche und mit in dem Ding. Das Kartenpack kommt einfach hier hin. Cheese kommt hier unten. Der Käse ist nicht so wichtig gerade. Vor allem ist wichtig, dass wir... irgendwie diesen Mist noch triggern hier. Jo. So, der hier hin. Der dahin. Der dahin. Karten wir gleich erstmal so. Das ist nicht so wichtig. Der kann weg. So ein Problem, ey. Nichts an Gift, nichts an irgendwas. Machen wir es erstmal so, Leute. Ich hoffe, das rentiert sich. Mal gucken. Hallo Black, einen wunderschönen. Ich hoffe, irgendwie das geht. Aber manchmal klappt es halt leider nicht so, wie man möchte. Ne? Oh, oh. Ich habe ein bisschen mein Stamina aus den Augen verloren. Ne? Weil ich hatte ja gerade gar keine Probleme. Der Gegner hat dicke Schwerte, ja, das stimmt. Aber... trotzdem gewonnen. Ja, ein Bogen muss auf jeden Fall gehen. Definitiv. Einer muss raus. Aber 77 Damage von Giften war geil. Mit. Da kommt nichts mehr. Dann hauen wir den so hin. Und procken vielleicht lieber die Poisons damit. Ne? Ja, so ein Chonka wäre schon cool. Wait. Was für einen Drachen kann ich damit bauen? Ui. Hm.
Ich baue einen Ice Dragon. Gib ihm. Karten können weg. Ja, es tut weh mit den Giften. Aber immerhin baue ich einen Drachen noch. Nee, weil die Sichel will ja im Endeffekt auf diese Tasche zeigen. Weil die Sichel, alles was in der Tasche drin ist, prockt doppelt Gifte hat. Oder was in der Sichel drin ist. Deswegen. Ah, ist so das Ding. Aber unbefriedigend ein bisschen, das Ding. Ich glaube, das stackt. Doch. Feather Dragon. Sehr gut. Ich weiß noch nicht genau, was er hier will. Aber der ist jetzt hier. Die nehmen wir jetzt mit, die Potion. Naja, die hätten wir schon viel früher kaufen müssen. Definitiv. Naja, die Potion gibt einem nämlich Damage auf den Gegner, je nachdem, wie viele Debuffs der hat. Ja. Also davon hätte ich schon viel früher viel mehr kaufen sollen. Definitiv. Das wissen wir fürs nächste Mal jetzt. Aber das ist krass, ne? Wir haben in der ganzen Runde eine Poison-Tasche gefunden. Eine. Das Gute ist, dass der hier Debuffs auf den Gegner macht. Ja, und mehr Debuffs rockt die Tasche hier richtig rein. Wenn wir den irgendwie auf ein bestimmtes Level kriegen, natürlich. Ja, sowas wäre besser, ne? Was der da hat. Ich war nicht zufrieden. Aber der Versuch war es wert, würde ich sagen. Der Versuch war es wert. Definitiv. Der war sehr defensiv, ja. Musste eigentlich auch sein, wenn du Gifte stacken willst, ne? GG's.